Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir sind heute zu Gast bei einem Spiel im DFB-Pokal. Klingt nach einer unheimlich spannenden Partie, Buschi. Wer kommt weiter? Wer darf weiterhin vom großen Erfolg träumen? Und für wen geht die Reise zu Ende? Das wird spannend, Wolf. Ich bin sicher, es wird eine hochinteressante Begegnung. Steht eine Menge aufs Spiel. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm dranbleiben, sonst macht er hier sein Tor. Da bin ich mir ganz sicher. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Der erste FC Kaiserslautern greift heute zu dieser Aufstellung. Vielen Dank. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Viktor Paulsson. Ballverlust. Melem. Jetzt wird's gefährlich. Nee, den kann da vorne keiner verwerten. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Fairer Einsatz hier. So, was machen Sie draus? Jetzt ist er durch. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Götze. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Der Schuss. Schön abgeblockt. Melem. Klasse Pass. Chance zur Flanke jetzt. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt, wenn er das Kurzpassspiel so meisterlich beherrscht. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Schöner Pass, jetzt vielleicht. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Melem. Ballgewinn, gefährliche Position. Macht das da gut. Oh, da stören sie schon frühzeitig.
Viktor Paulsson. Schönes Anspiel. Pass auf den Flügel. Darmstadt lässt den Ball laufen. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt vielleicht die Flanke. Ja, könnte was werden. Könnte jetzt was werden. Gut den Ball verteidigt. Fairer Einsatz hier. Ritter. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Schirmt den Ball da super ab. Was macht er draus? Der Ballverlust. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Viktor Paulsson. Bader. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Da ist die Balleroberung. Viel Platz jetzt auf Außen. Schöner Zweikampf. Bader. Viktor Paulsson. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Viktor Paulsson. Der Pass kommt an. Da ist er heute extrem sicher. Sie verlieren den Ball. Götze. Ball fliegt hoch rein. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Ja, da hatten seine Spieler eigentlich alles richtig gemacht. Und dann vergeben sie hier den Führungstreffer. Er kann es nicht fassen. Bader. Melem. Darmstadt lässt den Ball laufen. Viktor Paulsson. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Ja, durchaus ein vielversprechender Freistoß. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt Sinn, Applaus. Da hat der Torwart gut reagiert und den Ball rausgeholt. Den hat der Torhüter gut pariert und wieder mal seine Klasse auf der Linie bewiesen. Jetzt kommt die Ecke. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen.
Den Ball fängt er, das war nicht der beste Freistoß. Melem. Das könnte die Chance werden. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Lužek. Ritter. Schöner Spielaufbau jetzt. Und damit sind sie am Ball. Melem. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Darmstadt lässt den Ball laufen. Viktor Paulsson. Kann er was draus machen? Gut verteidigt hier. Chance zum Konter jetzt. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Viktor Paulsson. Melem. Wird's jetzt gefährlich. Und damit ist der Ball weg. Pass auf außen. Vielleicht die Führung jetzt. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Melem. Er bekommt Hilfe. Die Riesenchance. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Hier nochmal dieser Treffer. Er sieht natürlich nicht gut aus nach diesem Treffer. Und jetzt muss er vielleicht umstellen. Muss reagieren. Aber so ein Tor, das ist frustrierend. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nummer 6, Marvin Mählen. Götze. Hier jetzt nochmal die Wiederholung des Führungstreffers. Mit Gefühl platziert er den Ball hier rechts im Tor. Sehr gut gemacht. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Viktor Paulsson. Der Ballverlust. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nichts entschieden. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an.
Ball fliegt hoch ein. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hecht. Er bekommt Hilfe. Die Riesenchance. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. Der zweite Durchgang läuft und wir sind gespannt, wie sich dieses Pokalspiel weiterentwickelt. Hauptsache, es geht unterhaltsam weiter. Ruhiger Spielaufbau. Wo ist die Chance für den Pass? Ganz klar, der Ausgleich muss her. Klar, gibt Einwurf. Chance zur Flanke jetzt. Kein besonders guter Abschluss. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Da gibt er Freistoß. Die kurze Variante jetzt. Den Ball hält er gut. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Ecke in die Mitte. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Was Besseres konnte ihm vielleicht nicht passieren. Demnächst spielt er für Paris Saint-Germain. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung! Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Nicht mehr auf dem Platz. Die Nummer 6, Marvin Mehle. Neu dabei, die Nummer 11, Tobias Kempe. Ecke kommt rein. Schade, Ball ist weg. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Ja, man merkt, die Mitspieler machen aus seiner Sicht zu wenig. Lässt sich jetzt tief fallen. Sie laufen diesem knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Kempe. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Er holt sich den Ball. Da ist die Flanke ins Zentrum. Und jetzt ist der Ball geklärt. Kempe.
Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Bitte ein Techniker der Fernsehcrew hinter die Gästebahn. Ich wiederhole. Viktor Paulsson. Ein Techniker der Fernsehcrew hinter die Gästebahn. Danke. Kempe. Jetzt wird's gefährlich. Kommt jetzt die Flanke? Die lassen den Ball gut laufen. Macht er ihn. Phänomenal. Ohne Worte. Sie machen das Tor. Und was für eins. Das ist Kurzpassspiel, Wolf. Genau so geht's. Immer wieder schauen, wo stehen die Kollegen, wo ist die Lücke. Tolles Tor. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst der Aufbau, Spielaufbau mit viel Geduld. Und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Den Ball hat er. Er war zuletzt dran, es gibt Ecke. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Jetzt der Eckball. So, der Ball ist erstmal weg. Ja, klasse Pass. Jetzt vielleicht die Flanke. Nee, da kommt keiner dran. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Da ist Platz. Gute Aktion jetzt. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Ja, könnte was werden. Da schießt er. Und da ist das Tor. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses wirklich schönen Treffers. Erst der Steilpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ritter, Götze. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Da können Sie klären.
ist hier immer noch am Ball. Da ist die Hereingabe. Ja, sie können erst mal klären. Spiel läuft im Moment an ihm vorbei, aber er kämpft. Er will jetzt den Ball. Da verlieren sie den Ball. Viktor Paulsson. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Gefällt mir gut, was sie da heute in Sachen Passspiel zeigen. Ja, ist schon klasse. Immer wieder sind die Anspielstationen da und das Auge bei fast allen, das passt. Bei Darmstadt 98. Es gibt einen Wechsel. Die Nummer 18, Matthias Hunser. Neu dabei, die Nummer 20, Christian Clemens. Sie bekommen den Abstoß. Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Der kann definitiv mehr. Er kommt nicht so richtig zum Abschluss. Hat es richtig schwer in diesem Spiel. Cusino. Klasse Pass. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Die Gelegenheit für die Flanke. Super vom Torwart, aber der Freistoß war auch nicht so gut. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Viktor Paulsson. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Bader. Kempe. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Auf den Rängen ist die Stimmung klasse, oder? Was meinst du, Buschi? Sehe ich auch so, Wolf. Da bekommt man Gänsehaut, Hühnerbälle, wenn man die hier singen hört. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Schirmt den Ball da super ab. Viktor Paulsson. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Was macht er draus? Ja, könnte was werden. Gut den Ball verteidigt. Gute Chance für eine Flanke.
Viktor Paulsson. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Bader. Klasse Pass jetzt. Noch ist die Chance da. Er holt sich vorne den Ball. Clemens. Ja, setzt gut den Körper ein. Jetzt ist es gefährlich. Verteidigt da den Ballbesitz. Klasse Aktion. Viktor Paulsson. Das Spiel ist zu Ende. Jubel bei den Gastgebern. Das ist der Einzug in die nächste Runde. Also das war wirklich überzeugend, wie sie in dieser Runde aufgetreten sind, wollten den Sieg und haben ihn sich geholt. Das war gut, was er heute angeboten hat. Super Leistung, hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren, da kann man sich schon mal freuen. Ball fliegt hoch ein. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hecht. Er bekommt Hilfe. Die Riesenchance. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. Die kurze Variante jetzt. Den Ball hält er gut. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Kommt jetzt die Flanke? Die lassen den Ball gut laufen. Macht er ihn! Phänomenal! Ohne Worte! Sie machen das Tor und was für eins! Das ist Kurzpassspiel, Wolfgang. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Ja, könnte was werden. Da schießt er! Und da ist das Tor.